Hallo zu Euro Taximonator 2 und Nuss on the Road und wo habe ich mein? Da habe ich meinen Controller. So. Okay. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Futschlaff. Ach, da war ich nicht drin. Dann fahre ich mal lieber in Watschlaff rein. Ach, fahren wir mal zu da. Werkstatt. So. Wollen wir mal ein paar Teile aus einbauen lassen? Sind wir aber bald außerhalb der Stadt hier angekommen. Oho! Die Mini-Baustelle habe ich ja fast gar nicht gesehen. Ich decke mal diese Fragezeichen mit auf. Volvo. Ein Volvo-Händler. Das ist immer gut. Thank you.
So. Da haben wir was am Wagen kaputt gemacht. Ach, das. Da hatte ich mir ein Hotel markiert. So, Wartung. Fahrwerk 4%. Eieieiei. So, paar extra Teilchen. Ja, sieht doch besser aus. So, Fahrwerk. So, oh, jetzt habe ich zweimal Pause gemacht, ich trotte. Naja, ist ja egal. Haben wir mal einen freien Tag gemacht. So. Nach Brünn. Thank you.
dürfen wir wieder da zurückfahren, wo wir herkamen. Egal. Jetzt hänge ich hier hinter zwei Kollegen hier, die viel langsamer sind. Und ich darf nicht überholen. Kollege, du darfst 70 fahren. Ach. Das ist ja mitten in der Pampa, wo ich abholen darf. Muss ich hier hoch den Berg gehen. Eieiei. Sind wir heute
ewig auch unterwegs für unsere Fracht. So, Fracht, Mark. So. Preise, Schrecken. Okay, dann nach Katowice. Statt nach Brünn. So. Ich glaube, ich zwar ein bisschen weniger Kohle, was ist das denn, was wir transportieren? Druckbehälter. Vorm Berg anhalten war keine gute Idee.
gucken, was wir für eine Fracht haben, war. Wir kriegen eine sehr, sehr dumme Idee. Komm, jetzt ist es doch gerade. So. Jetzt geht es langsam. Ich hätte vielleicht einen stärkeren Motor einbauen lassen sollen. Das war eng. Das war ganz schön eng. Aber ich habe noch abgebremst. Nein. Gleich fahren wir auf die Autobahn.
Naja, bitte mal, Power könnte der LKW schon haben. Meiner Meinung nach, aber... Ob ich da viel machen kann, weiß ich auch nicht. Ich darf 80 fahren und schleiche hier mit 150. Eieieiei. Wenn wir die 80 haben, dürfen wir von der Autobahn runter. Das sehe ich schon kommen. Aber wir sind ja nicht mal so weit weg. Fahren Katowice. Gezogener Berg. Da war wieder wie eine Kamas Cloud. So. Sind wenigstens wieder über 80. Ich glaube, wir müssen nicht weit weg von der Autobahn. Dann fahren wir jetzt schon fast runter. Die sehen noch kein Ende der Autobahn.
Oh ja, wir sind ein bisschen weit von der, fast auf der zweiten Spur. Baustelle. Ah, macht uns ja nix. Oh, gleich ist noch mal eine Mautstelle. Mal gucken, wie viel die uns da abknöpfen. €11, ja. Für so ein paar Kilometerchen. Die Abfahrt also noch nicht. Aber da ist unsere Abfahrt. Oh, wir sind etwas sehr schnell. Katowice. Oh, fuck. Da habe ich unser schönes neues Fahrwerk etwas angedutscht. Glaube ich. So, wir sind in Katowice angekommen. So, die hier brauchen den Druckbehälter. So.
bin ich mal gespannt, ob das so einfach wird, wie es auf den ersten Moment aussah. Oho. Praktisch Rekordzeit. Sehr schnell, sehr schön eingepackt. Sehr gut. Das ist ein Level Up. Nein, doch nicht. Naja, gut. Aktuelle Frachttransporte. So, was haben wir so in Katowice? Nach Bremen, das lohnt sich. Das ist eine schöne lange Fahrt. Aber die werden wir nicht mal heute machen, sondern das nächste Mal. Tschüss.